Schöne eben ist, dass man auch hier einen täglichen Motivator hat, der einen auch ein bisschen daran erinnert, eben keine Erwartung zu haben. Denn wenn wir Erwartungen haben, dann werden wir meistens enttäuscht. Aber wenn wir eben ohne Druck, ohne Erwartung an Sachen rangehen, ja, dann kann uns keiner enttäuschen. Das ist egal, ob das in der Beziehung ist, in der Partnerschaft. Wenn ich nicht die Erwartung habe, dass mein Mann mir jeden Tag Blumen mitbringt, aber er bringt mir irgendwann mal Blumen mit, dann freue ich mich doch. Also das ist eben das Besondere an deinem Schmuck, nämlich das natürlich die Kraft der Edelsteine darauf wirken, dass natürlich die Steine ihre positive Energie in einem auslösen. Und es ist quasi ja auch so ein klein wenig der Auslöser für sie, jeden Tag darüber nachzudenken, dass man eben vielleicht sich befreien muss. Und das ist ja etwas, was wir alle in unseren Köpfen wissen. Wir wissen, dass es uns überhaupt nichts bringt, eifersüchtig zu sein. Wir wissen, dass uns das eigentlich eher zerfrisst. Aber vielen gelingt es einfach nicht, genau eine neue Richtung einzuschlagen, weil sie Angst haben vor Verletzungen. Aber wenn wir eben locker mit dem ganzen Thema umgehen, dann wissen wir, dass alles viel leichter ins Rollen kommt. Und dieses Yin-Yang-Set oder auch einzeln bestellbar natürlich, das Armband oder auch die Halskette, ja, die hilft Ihnen dabei, sich immer wieder jeden Tag neu daran zu erinnern, dass wir eben ohne Erwartung, ohne Druck viel besser durchs Leben laufen können. Wir kennen ja alle den Spruch auch oder den Satz, dass das Leben soll im Fluss sein, aber oft ist es eben nicht im Fluss und da sind wir immer daran selber schuld. Man denkt sich oft, der eine hat mehr Glück oder warum bin ich so ein Pechvogel vielleicht. Der schaut man auch oft andere und denkt sich, ja, also denen gelingt alles. Und es geht aber darum, dass wir da gar nicht hinschauen oder sozusagen auch einen Neid entwickeln, weil den entwickelt man ja naturgemäß, wenn der Nachbar oder die Konkurrenzfirma, wenn man selbstständig ist, immer den Erfolg hat und man selber nicht. Das ist ja zwangsläufig, dass es passiert. Aber wenn man sich nur auf sich konzentriert und in diese Gewissheit kommt, dass dieses Leben, wenn man in Harmonie kommt, einem das, diese Geschenke des Lebens sozusagen bringt, dann passiert es nämlich auch. Und die Menschen, die wir dann so beobachten, die sind wahrscheinlich auch alle in dieser Harmonie und in diesem Gefühl, dass einem das Leben das Richtige zum richtigen Zeitpunkt schenken wird. Und da geht es wirklich darum, nehmen Sie den Druck heraus, natürlich weiterhin ehrgeizig sein, also schon seine Ziele verfolgen, das muss man tun. Aber nicht diesen Druck ausüben. Und da ist eben dieses Yin-Yang-Armband, deswegen ist es wahrscheinlich auch gerade jetzt in dieser Zeit so erfolgreich gewesen. Denn man muss ja sagen, wir sind jetzt Mitte März sind wir ins Venusjahr gestartet. Und ich glaube, jeder von uns konnte das auch so nachvollziehen. Das Jahr 2016, das war das Marsjahr, da war richtig viel Druck und es war für viele Menschen ein schlimmes Jahr, das Jahr 2017, Sonnenjahr, da hat man gemerkt, es wird alles wieder im Aufbau, alles wird besser. Und jetzt sind wir im Venusjahr 2018, wo man merkt, da kommt wieder mehr Gefühl in die Welt, es kommt wieder mehr Liebe in die Welt. Und wir sind dazu aufgefordert, mehr in unsere Eigenliebe zu kommen, mehr in unser Yin-Yang-Gefühl, in unser Ausgeglichenheitsgefühl. Und dann schenkt uns das Leben eben genau das, was wir eben uns erträumen, wo wir hinarbeiten, unsere Ziele sind, wo wir eben unsere Energien auch hinstecken, aber nicht mit Druck, sondern einfach in Harmonie. Genau, und jetzt zeigen wir Ihnen gerade das Yin-Yang-Armband, das Sie auch heute natürlich wieder zu einem extremen Sonderpreis bekommen können, 49 Euro. Es ist tatsächlich so, dass viele gleich zwei sich sichern von diesen Armbändern, weil es eben auch etwas ist, worauf die Menschen auch gewartet haben, denn viele wollten endlich ein Paar-Armband, das heißt nicht unbedingt nur die Ringe, die einen verbinden, sondern gerade mit dem Armband kann man natürlich auch so seine Zugehörigkeit zeigen und deswegen ist es eben gerade auch ein Beziehungsarmband. Und auch da ist es eben auch dieser Yin-Yang-Gedanke, diese
der Loslassgedanke und vor allem natürlich auch ja, der Gedanke, dass man sich wieder vereinen kann. 49 Euro, dann gibt es ganz neu seit dieser Woche das Premierenangebot, das ist die Halskette. Ja, lustigerweise hier, ich muss es Ihnen noch mal kurz zeigen, das ist sozusagen der Dummy, das Vorführmodell, das du dir kurz vor der Sendung noch geknüpft hast. Das ist auf einem Gummiband geknüpft. Das richtige, gezogen. Die richtige Halskette, die ist natürlich wieder edel verarbeitet, das heißt, die ist geknüpft, das heißt, da haben sie hoch... Genau, da kann man es wirklich sehen. Hochwertigst verarbeitet. Es ist wie immer aus dem Hause Iazetta ganz, ganz hochwertige Qualität. Das heißt, Sie bekommen hier keine Massenproduktion, sondern Sie bekommen hier hochwertigen Schmuck, der auch ohne ja, diesen spirituellen Wert das Geld locker wert ist. Und man muss auch wieder den Wahnsinn von Frau Iazetta bemerken, denn gucken Sie sich diesen Preis an. Vorhin hast du auch über Geschenke geredet und du schenkst heute quasi ja auch wirklich unseren Zuschauern wieder etwas ganz Besonderes. Denn wenn Sie sich für das Set entscheiden, das bedeutet für die Kette plus das Armband, ja, dann kriegen Sie quasi ein Armband umsonst. Geschenkt. Man kriegt als Geschenk dazu. Das heißt, das ist der Preis, 129 Euro für Armband und Kette. Und wenn man schon ein Armband hat, dann kann man es an seinen Partner weiterschenken und beide kommen in die Harmonie. Denn es ist ja wichtig, dass man gemeinsam diesen Weg, Yin-Yang ist ja auch das verschlingende Zeichen, das ineinander das Ganze ergibt. Und wenn sie beide in diesem Gefühl sind, dann werden sie sozusagen vereint und sind ein Ganzes und sind aber trotzdem auch jeder für sich, und das ist ja auch wichtig in einer Partnerschaft, dass man sich die gegenseitigen Freiheiten lässt, denn man weiß ja, wenn Menschen eifersüchtig sind, dass das noch nie etwas gebracht hat. Es erzeugt nämlich wirklich den Druck, dass der andere dann einfach weg will, auf den man eifersüchtig ist. Oder wenn man es selbst schon erlebt hat, dass man einen eifersüchtigen Partner hat, dann weiß man ja, dieses Gefühl, dass ist so am Anfang vielleicht ganz lustig, aber wenn diese Eifersucht ständig da ist, dann übt das so einen Druck aus, dass man letztendlich nur gehen möchte. Und wenn man aber sich in der Partnerschaft angekommen fühlt, man weiß, das ist sozusagen mein Zuhause, da bin ich angekommen, das gibt mir immer diese innere Zufriedenheit, diese innere Harmonie, ich weiß, das ist etwas Stabiles, dann ist das eben ein wunderschönes Gefühl in einer Partnerschaft zu leben, und dafür sind diese Armbänder natürlich auch gemacht. Es kommt jetzt Muttertag, es kommt jetzt Vatertag, es gibt oft, dass man sich eben auch gegenseitig beschenkt. Es aber kommt der Mai, der Monat der Liebe. Der Wonnemonat Mai, ja. Und ja, und da kann man eben wirklich gut hineinstarten. Vielleicht haben Sie aber auch eine Mama, die ein bisschen in Harmonie kommen sollte, weil sie unausgeglichen ist, oder ein Papa, da wird es eben genauso passen, weil dieser matte Onyx ist eben sowohl von Männern wie von Frauen zu tragen, ist jetzt momentan wieder sehr im Trend, diese matten Steine. Es ist auch ein matter weißer Magnesit dabei, der ist eben dafür zuständig, wenn man in Heilsteinebüchern nachliest, zum Entgiften, zum Entwässern, zum Entschlacken, auch zum Abnehmen natürlich, aber es geht darum, dass bei diesem Schmuckstück, dass er den Körper eben von innen her reinigt und in die Harmonie bringt, also dass wir da in unserer Ausgeglichenheit sind. Und der schwarze Onyx, der auch mattiert ist, der ist für unseren seelischen Zustand, dass wir eben ausgeglichen sind, dass sich Verspannungen lösen, dass sich unbegründete Nervosität abbaut, dass wir mehr in die Gelassenheit kommen, dass wir mehr die Harmonie in unseren Seelenausgleich finden. Und das ganze Paket ist eben in Yin-Yang, und sie kommen in ihre Harmonie, sind auf den Fluss des Lebens und werden merken, dass das Leben genau das für sie bereit hat, ihnen das schenkt, wo man hinarbeitet. Ja, und das alles kann man ja auch nachlesen quasi im Internet. Das kann man in Heilsteinebüchern nachlesen, dass Steine einfach wirklich diese Wirkung haben. Und wir alle können ja wirklich auch davon ausgehen, dass da Energien drinstecken. Das sind Steine, die haben eine ganz schön lange Lebenszeit schon hinter sich. Das heißt, die haben schon ganz schön viel Energie aufgetankt. Und ja, die Steine, die geben Energie natürlich an Sie auch wieder weiter. Das bedeutet wirklich, entscheiden Sie sich heute vielleicht auch mal,
wieder ein bisschen was Frischeres in ihren Alltag zu bringen. Denn viele Beziehungen, ja, die vergessen sich ja auch manchmal. Und dann tut es vielleicht auch mal ganz gut, wenn man den Partner mal wieder überrascht. Überrascht vielleicht auch mit einem schönen Schmuckstück. Ja, es müssen nicht immer nur die Blumen und die Pralinen sein, sondern auch über sowas kann man sich freuen. Da hat und man ja viel länger was ja, davon. Ja, man hat ja wirklich sein Leben lang. Weil jedes Mal, wenn die Frau das anlegt, wird sie an einen denken. Oder auch der Mann natürlich, wenn er es anlegt. Und man kann es jederzeit anlegen, denn mit Schwarz und Weiß sind sie auch immer gut angezogen. Das heißt, es passt wirklich, und das können wir hier auf diesen Bildern sehr, sehr schön sehen, zu der sportlichen T-Shirt-Variante von Paul Janke, aber auch zur eleganten Abendgarderobe von Jessica Paschka. Also man kann dieses Schmuckstück Black and White, it's like day and night. Also auch da kann man sehen, ja, es ist die Dunkelheit, aber es kommt auch immer wieder das Licht und immer wieder die Helligkeit. Und wir brauchen ja auch dieses. Und gerade spüren wir es doch, dass dieses Licht so wichtig ist auch für uns. Und jetzt sind wir gerade in dieser Zeit, die Tage sind wieder länger, die Sonne scheint und wir merken ja, wie wir auftanken, wie wir plötzlich wieder ja unsere Lebensgeister wecken. Und diese Lebensgeister, die können Sie jetzt noch mehr unterstützen mit dem richtigen Schmuck, es ist keine Massenproduktion. Dieser Schmuck, und ich sage es heute wieder und ich werde es immer wieder dazu erwähnen, für alle die, die sagen, so ein Blödsinn, ich glaube an so einen spirituellen Quatsch überhaupt nicht, müssen sie auch gar nicht. Sie müssen es ja auch nicht bestellen, aber verurteilen sie es nicht. Und vor allem sagen sie nicht, dass wir ihnen hier irgendwelchen Ramsch verkaufen, weil da werde ich wirklich böse, das tun wir nicht. Wir verkaufen hier hochwertigen Schmuck für einen wirklich, für einen Preis, den Sie nirgendwo anders finden. Und wenn Sie in einen Juwelierladen gehen, weil das ist Juwelierware, ja, dann werden Sie so eine Kette, wie Sie die hier sehen können, nicht für 129 Euro finden. Hier bekommen Sie hochwertigen Schmuck, Fairtrade hergestellt, mit Liebe hergestellt, aus Österreich hergestellt, handgeknüpft, wirklich für einen Preis von 129 Euro im Set. Das bedeutet, Sie bekommen ein hochwertiges Armband mit hochwertigen Steinen einfach als Geschenk dazu. Ich muss es immer mal wieder erwähnen. Ja, und Sie bekommen auch eine Erklärung dazu. Also Sie bekommen die Erklärung der Steine in einem kleinen, Anleitungsbuch. Gebrauchsanweisung. Ja, genau. So wie man in der Apotheke einen Beipackzettel bekommt, bekommt man hier auch immer den Beipackzettel. Nur, dass hier keine Warnungen draufstehen. Wobei eine Warnung eigentlich drauf sollte gehört, draufstehen. Nämlich Vorsicht, Suchtgefahr. Und das wären deine Stammkunden mit Sicherheit überzeugen, und du würdest hier nicht seit über 10 Jahren stehen mit deinem Schmuck, wenn die Menschen dir nicht vertrauen würden. Und sie können Gabriele Iasetta vertrauen, denn es ist hochwertiger Schmuck, es ist Schmuck, der sie ja auch schmückt, aber der eben noch diese Energien hat. Und wenn du an deine Anfänge denkst, an den Reichtumsring denkst zum Beispiel, aus dem ja eigentlich dann ein Unternehmen geworden ist, muss man sagen, wenn der nicht funktioniert hätte, wenn die Menschen nicht so wirklich positiv darauf reagiert hätten, Erfolgsgeschichten, die erzählt hätten, dann hättest du vielleicht auch gar nicht weitergemacht. Aber ich hätte Wissen, sicher nicht weitergemacht. Ja, und das Wissen, dass man eben Unterstützer haben kann, hat dich auf einen neuen Weg gebracht, und Gabriele möchte sie auch auf neue Wege bringen, und da soll der Schmuck eben helfen. Und bei mir ist es ja wirklich so, dass es zuerst immer ein Thema im Raum steht, weil ich ja von meinem Ursprungsberuf her journalistisch gearbeitet habe, weil ich 16 Jahre lang Zeitungsherausgeberin war, und damals war eben der Reichtumsring das Thema, wie kommt man auf spirituellen Weg zu Reichtum und Erfolg. Und wenn ich heute ein Schmuckstück kreiere, dann ist das gerade auch immer ein Thema in meinem Leben. Und ich habe eben gemerkt, dass ich immer mehr in meine innere Harmonie komme, und dann beschenkt einen das Leben, dann kommt auf einmal alles in den Fluss und man denkt sich, warum ist das vorher nicht so passiert, und jetzt funktioniert einfach alles so leicht, und dann weiß ich, dass das gerade wirklich das Thema ist, und dann beginne ich natürlich zu recherchieren, was kann ich denn für ein Schmuckstück kreieren, was muss es alles haben, damit Menschen auch in ihre Harmonie kommen, in ihre innere Gelassenheit und das Leben dazu wirklich nicht auffordern, sondern einfach dem Leben die Chance geben, dass es einen beschenkt. Und dann recherchiere ich, welche Steine, wie muss man es aufbauen. Und erst zum Schluss
ist es dann so, dass ich das Design mache. Das Design kommt immer am Schluss, aber zuerst das Thema, dann was dabei sein muss und dann erst das Design. Und das Design macht natürlich auch immer sehr viel Spaß und ich habe mich hier eben für eine Longkette entschieden, weil die wirklich, ich finde so im Sommer trägt man so gerne so Longketten zu T-Shirts, zu Blusen. Man ist immer hübsch gekleidet und was eben das Wichtige ist, man kommt in seine Harmonie und Gelassenheit. Es ist eine ganz besondere Kette, es ist die längste Kette, die ich jemals produziert habe. 86 cm lang ist wirklich eine lange Kette, die eben geknüpft ist, der Onyx ist geknüpft und dadurch ist er natürlich noch wertvoller. Sie wissen, geknüpfte Ketten dauert erstens einmal viel länger in der Herstellung, als wenn man es fädelt und ist eben extrem wertig. Aber es geht darum, dass Sie eben wirklich jetzt diese Zeit nützen und dieses Jahr ist dieses Jahr, was Sie dazu auffordert, auch die Selbstliebe natürlich aufzubauen. Selbstliebe gehört zu der Harmonie und wenn man gerade viele Verletzungen hat, wenn man vielleicht gerade keinen Job findet, wenn man vielleicht Misserfolge im Thema Liebe, in irgendeinem Thema vom Leben hat, dann ist man eben leider, ist auch normal, nicht in seiner Harmonie und denkt sich, das Leben schenkt mir gar nichts. Aber wenn Sie dieses Schmuckstück, und Sie können ja mit dem Armband einmal beginnen, wirklich testen und merken, ah, das hat eine Wirkung auf mich, ich vertraue jetzt, dass das Leben etwas für mich bereit hat, dass genau das Richtige kommen wird, dann werden Sie spüren und vielleicht sagen Sie dann, ja, dann nehme ich die Kette auch noch dazu, denn natürlich, umso mehr Steine auf unseren Körper wirken, umso stärker ist die Wirkung auch. Aber es geht natürlich auch mit dem Armband, denn das ist ja auch immer wichtig, dass der Stein die Haut berührt. Im Nacken berührt es natürlich bei der Kette und beim Armband ist es eben um den ganzen Arm, wo die Haut berührt wird. Das ist immer wichtig, dass Steine unsere Haut berühren. Es sind auch noch 5 Edelstahlperlen dabei, die eben die Energiespirale haben. Und auf diese Energiespirale bekommen Sie in den Vollmondnächten auch noch wirklich Harmonie gesendet, universelle Reiki-Energie gesendet. Diese Energie da wird eben dieses Armband aufgeladen oder diese Kette besser gesagt, es wird ja auf beiden aufgeladen und da kommen Sie natürlich noch zusätzliche Energie in jeder Vollmondnacht gesendet. Es ist außergewöhnlicher Schmuck, es ist schöner Schmuck, es ist Schmuck, der Sie natürlich auch schmücken soll und Sie können sich heute auch wieder entscheiden. Wir wollen ja auch gar keinen Druck auf Sie ausüben, aber ich muss einfach ganz kurz erwähnen, dass es bei der Halskette wirklich eng werden kann. Wer weiß, wie oft wir Sie noch präsentieren, ob wir Sie überhaupt noch mal präsentieren können. Wir haben ein neues Betriebssystem quasi so, dass wir keinen direkten Kontakt mehr leider mit unserem Callcenter haben und deswegen auch gar nicht wissen, wie weit die schon wie der Stand der Dinge gerade ist. Aber wenn Sie wirklich sich dieses Angebot gerade angucken, also Sie können die Kette einzeln kaufen, auch hier zum AstroTV-Superpreis, Sie können das Armband kaufen, alleine hier natürlich auch wirklich ein tolles Einstiegsprodukt oder Sie entscheiden sich heute wirklich für das Yin und Yang Set und selbst wenn Sie letzten Monat schon einer der Glücklichen waren, die ja als erstes dieses Yin und Yang Armband ergattern konnten, dann sollten Sie hier nochmal drüber nachdenken, denn Sie bekommen ja quasi das Yin und Yang Armband als Geschenk dazu und Sie können es entweder weiter verschenken oder, und das finde ich auch ganz schön, weil das ist wieder so ein Feng Shui-Gedanken, den du ja auch gerne immer mal wieder so in die Sendungen reinwirfst, wenn man auf die Suche geht nach einem Partner, dann soll man eigentlich auch ein bisschen Platz schaffen ja, für den Partner. Dann soll man das zweite oder Bett überziehen und einen leeren Schrank haben. Genau, oder vielleicht jetzt auch schon das Yin und Yang Armband in der Schublade. Besser kommt. Genau. Dass man einfach sagt, man hat schon etwas für das, was vielleicht kommen wird. Man muss ja positiv und gelassen in die Zukunft blicken. Und das Lustige ist, das kennen wir ja auch. Also wenn man vielleicht Menschen kennt oder selber in dieser Phase war, dass man lange alleine war und ja auch wirklich gesucht hat und irgendwann hat man sich darauf eingestellt und gesagt, okay, jetzt ist es halt so, dann kommt da plötzlich der Partner. Dann steht er einfach da und, ja, man rechnet oft gar nicht damit. Und was passiert dann? Plötzlich hat man ganz viele, die auch Interesse zeigen. Und warum ist das so? Weil man einfach nicht mehr, weil man denkt, jetzt ist
die Harmonie da ist. Dann kann man wählen. Ja, oder kauft ganz viele von den Armbändern, damit man genügend hat zum Verschenken. Nein, also es geht hier wirklich darum, dass dieser Schmuck Ihnen, ja, Ihnen helfen soll, in eine neue Schwingung zu kommen. Und Sie können jetzt wirklich zuschlagen unter unserer gebührenfreien Telefonnummer. Entscheiden Sie sich, ob Sie sich für ein einzelnes Armband entscheiden, ob Sie sich für die Halskette alleine entscheiden oder ob Sie sich einfach mal das Armband schenken lassen und sich gleich mal für das Set entscheiden. Da ist nämlich die Halskette dabei und das Armband dabei. Wir geben Ihnen jetzt ein klein wenig die Zeit, sich Gedanken zu machen, aber vergessen Sie nicht, die gebührenfreie Telefonnummer zu wählen. Und haben Sie keine Angst davor. Gabriele hat mir gestern erzählt, dass sie wirklich vor Jahren wirklich lange überlegt hat, bei so einem Home-Shopping-Sender mal anzurufen, weil du Angst davor hattest, dich mit fremden Menschen sozusagen zu unterhalten. Unsere Kollegen im Callcenter sind unglaublich nett, die kennen alle Produkte, die kennen sich aus, die können Ihnen weiterhelfen. Das heißt, wenn Sie Angst haben, ja, wagen Sie sich doch mal was total Verrücktes und rufen Sie die Telefonnummer an, probieren Sie es einfach mal aus. Da kann gar nichts schief gehen, denn Sie bekommen ja ein nettes Gespräch und nicht nur das, sondern ein wirklich tolles Produkt. Also jetzt mal zum Telefonhörer greifen und was total Verrücktes machen.